Hi. Hey. Hi. Hallo. Hallo, Frau Altmann. Freut mich jetzt auch. Hallo. Freiheit ist ein schönes Gefühl. Freiheit im Denken, Freiheit im Handeln. So zu sein, wie ich bin. Aber es bedeutet für mich auch, ja, dass man Fehler machen kann. Und die größte Freiheit für mich persönlich ist zum Beispiel, mit meinen Kindern in den Zoo zu gehen. Und das ist mir natürlich hier auch gegeben, dadurch, dass ich feste Arbeitszeiten habe, dass ich nicht viel Überstunden mache. Und da kann ich natürlich mich gut um meine Kinder kümmern. Und das ist für mich das absolute Gefühl von Freiheit. Ich finde es natürlich auch schön, dass wir anderen Menschen zu mehr Freiheit verhelfen, dadurch, dass wir für sie da sind, dass die AWO eben auch für andere Menschen da ist. Solidarität bedeutet für mich in erster Linie Nächstenliebe. Das unterscheidet uns ja von anderen Gesellschaften oder auch von anderen Lebewesen, dass wir auch mit den Schwächeren, die zum Beispiel nicht für ihren Unterhalt sorgen können, aus Krankheitsgründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen in ihrer Biografie, dass wir die mit an unserem Leben teilhaben lassen. Solidarität, Freiheit und Toleranz, das spielt alles ineinander und ist ganz wichtig für unsere heutige Gesellschaft. Dass jeder für jeden einsteht, dass man versucht, auch Hand in Hand zu arbeiten und auch Schwächere mitzuziehen, solange es geht. Was auch einfach oft zu kurz kommt in der heutigen Zeit. Gerechtigkeit im Arbeitsplatz, dass wir immer mehr Hierarchien abbauen, finde ich, dass man miteinander redet, dass man gegenseitig Kritik üben kann, Gerechtigkeit der Geschlechter. Auch füreinander einstehen, solidarisch miteinander umgehen, und da gehört Gerechtigkeit auch dazu. Gerechter Lohn für eine angemessene Arbeit. Ich finde, Gerechtigkeit ist ja schwer zu fassen. Das ist ja immer, das hängt ja von der Situation ab. Das Problem ist aber, wenn sich Menschen nicht gerecht behandelt fühlen, dann entsteht Unzufriedenheit. Die Gleichheit heißt erstmal, jeder Mensch hat den gleichen Wert, egal wo er herkommt, genau. Egal wie reich er ist oder was auch immer. Trotzdem ist Individualität ja was ganz Wichtiges. Wir können ja nicht alle gleich behandeln, weil jeder ja einfach was anderes braucht. Ja. Dass jeder Mensch auch gleich behandelt wird, auch im APZ, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Nation, Religion. Nicht quasi den Unterschied zwischen Führungskraft und Mitarbeiter zu machen, wenn es um die einzelnen Belange geht, sondern dass man halt gleich gehört wird und auch entsprechend auch gleich behandelt wird. Also Toleranz ist ganz wichtig, auch für die Arbeit miteinander, jeden so zu nehmen. Und sonst ist auch das Arbeiten im Team schwierig. Also ich glaube, für uns ist es hier insgesamt ganz wichtig, weil wir hier mit Patienten arbeiten, die gerade in einer schwierigen Situation sind. Und ich glaube, dass wir das letztlich auch gut hinbekommen. Also das Versuchen, da tolerant mit allen Menschen hier eigentlich umzugehen. Ich finde, das macht uns eigentlich aus ein Stück weit. Zu nehmen, wie sie sind, das finde ich auch ganz wichtig, Toleranz, weil jeder lebt so, wie er leben möchte und wie er leben kann. Alle Menschen zu respektieren, so wie sie sind. Na, egal, ob sie welche Werte sie haben, welche Kultur sie haben oder welche Meinung sie auch haben, auch deren Meinung zu respektieren, so wie sie ist. Ich finde, gerade in unserer heutigen Zeit, natürlich schon immer auch, aber man merkt ja auch in den letzten Jahren wieder einen starken Rechtsruck in der Gesellschaft. Ich finde, gerade da ist es wichtig, dass man als große Organisation, wie jetzt die AWO auch eine ist, darüber weiter dafür einsteht, darüber weiter spricht, dass man sich dafür einsetzt, dass jeder sich das Thema auch zu Herzen nimmt und überlegt, inwiefern könnte man da vielleicht doch noch den einen oder anderen Menschen mehr Toleranz entgegenbringen, sage ich mal.